Heute erzählen wir euch von der dritten öffentlichen Sitzung des NSA-Untersuchungsausschusses. Diesmal allerdings nicht aus dem Studio, sondern direkt aus Halle vom Bundesparteitag. Die Befragung vom 26.06. beschäftigte sich mit der Dimension in Bezug auf IT-Sicherheit, um die Frage, wie wird abgehört, wie werden Informationen gewonnen und wie können sich Nutzer, Hersteller und Gesetzgeber dazu durchringen, Sicherheit, Kommunikationssicherheit zu erhöhen. Die drei Sachverständigen, die dabei Rede und Antwort standen, waren Dr. Frank Rieger, Professor Dr. Michael Weidner sowie Dr. Sandro Gaken. Rieger ist Internetaktivist und Sprecher des CCCs. Professor Weidner ist Sicherheitsstratege und Leiter am Fraunhofer Institut für IT-Sicherheit. Und Sandro Gaken, der ist der einzige deutsche Cyberwar-Experte und zum Beispiel Verteidigungsberater für die NATO und die EU. Was macht der BND aus technischer Sicht? Nun, es gibt ein Gesetz, an das sich der BND halten muss. Und zwar, er darf nur 20% der Kommunikation verarbeiten. Nun, dieses Gesetz stammt aus Zeiten von Fax und Telefon. Und in der aktuellen Situation haben wir Internetverkehr, der zu 70% aus Spam besteht. Und wir haben YouTube und Streaming-Material, das 20% des Internetverkehrs ausmacht. Das heißt, die restlichen 10% kann der BND vollständig abschöpfen. Und das ist natürlich nicht Sinn und Zweck des Gesetzes. Wenn wir uns anschauen, wie kommen die Daten zum BND, dann gibt das Telekommunikationsunternehmen die Daten direkt an den BND und zwar ohne Kontrolle. Es gibt keine innerbehördliche Kontrolle im BND selber, es gibt keine richterliche Kontrolle und ja, es gibt eine parlamentarische Kontrolle, aber die greift nicht wirklich. Und wenn wir jetzt sagen, der BND ist ein Auslandsgeheimdienst, das heißt, er darf auch nur im Ausland abhören oder im Ausland Informationen herantragen, dann muss er halt sicherstellen, dass die innerdeutsche Kommunikation eben nicht verarbeitet wird. Und das macht er, indem er einfach sagt, hey, es gibt DE-Domains und alle Leute, die nicht DE-Domains verwenden, werden automatisch verarbeitet von der BND. Und das ist eben nicht Sinn und Zweck der Sache. Und diese Daten werden dann auch weitergegeben an die NSA. Jedes Netz wird durch die NSA abgehört. Sie bekommt alles mit, was sie will. Entweder über Kooperation mit anderen Ländern, über Kooperation mit Google oder Facebook oder über illegale Methoden. Dass wir überwacht werden, dass wir abgehört werden, das wussten die meisten von uns. Aber das Ausmaß, mit dem das passiert ist, das hat selbst Frank Rieger vom CCC völlig überrascht. Circa 85.000 Router wurden manipuliert. Es wurde eine Backdoor eingebaut. Außerdem wurden jährlich 650 Millionen US-Dollar ausgegeben für eine Operation namens Genie. Das heißt, dass selbst in die Standardsoftware Hintertüren eingebaut wurden, um uns auszuspähen und uns zu überwachen. Sachverständige fordern Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und dass effizienter Basisschutz in den Wirtschaftsunternehmen endlich zum Standard wird. Effizienter Basisschutz soll heißen, Firewalls sollten einfach in jedem Wirtschaftsunternehmen genutzt werden und nicht nur in 60% der Unternehmen. VPN-Verbindung für Homeoffice, das sollte es auch in jeder Unternehmen geben und halt nicht nur in Teilen der deutschen Wirtschaftsunternehmen. Mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, was könnte man damit machen? Wenn alle Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nutzen würden, müsste die NSA all diese Daten abspeichern. Das wiederum verursacht immense Kosten. Ein Schritt, der jetzt schon umsetzbar wäre. Genau. Und darüber hinaus nicht nur die Großen irgendwie gegens Bein pinkeln, sondern auch den Kleinen helfen, indem man zum Beispiel Startups ein wenig stärker unterstützt. Indem man zum Beispiel Audits für Open-Source-Programme einberuft und die fördert oder indem man
die Internetverbindung für kleine Unternehmen kostenlos gestaltet, das heißt Peering betreibt. Und all dies wäre jetzt schon in dieser Legislaturperiode umsetzbar. Oder spätestens innerhalb von 2 Legislaturperioden. Weil, wenn man sich mal überlegt, das iPhone gibt es seit 2007, das ist, ne? Und wir denken, das gibt es seit immer, aber das ist nicht so. Und Google ist auch erst seit 2000 überhaupt relevant für die Gesellschaft. Von daher sind das Zeitmargen, in denen man sehr schnell sehr gute Veränderungen hervorrufen könnte. Der Nutzen für Deutschland ist etwas, wo auch die CDU hellhörig wurde. Denn wenn wir uns zum Beispiel eigene Systemarchitektur erstellen, das heißt Hardware in Form von Routern oder PC-Teilen, sowie Software, sprich eigene Betriebssysteme, können wir damit eine Hochsicherheitstechnologie erstellen. Und wer Standards setzt, der hat den Technologievorteil. Diese Systeme, die wir entwickeln, müssen wir behandeln wie Rüstungsgüter. Das heißt, genauso wie Soldaten eine Marinewerft beschützen und geprüft wird, wer wird überhaupt Soldat, sollte in IT-Firmen dafür gesorgt werden, dass geschaut wird, wie mache ich den Arbeitsplatz sicher und wer darf an dem Arbeitsplatz überhaupt arbeiten. Und mit diesen Produkten können wir ein Exportgut erstellen, das es so auf dem Markt nicht gibt und so halt den Wirtschaftsstandort Deutschland noch weiter sichern. Die Farce des Tages ist die Art und Weise, wie sich die Bundeswehr im Bereich IT-Sicherheit aufgestellt hat. Um euch das mal etwas besser darzustellen, folgen jetzt gleich ein paar Clips von Geiken. Wenn ich eine gute Strategie entwickle, dann sehe ich mir ja an, was habe ich ein Problem, was habe ich aus diesem Problem heraus für Bedürfnisse und wie kann ich das lösen. Ja, das ist ja eigentlich so der Gang von der Strategie. Und wir machen aber Strategie immer, was kann ich und wie kann ich jetzt irgendwas formulieren, was vielleicht zu dem Problem passt, das mich gut aussehen lässt mit dem, was ich kann. Ja, also so eine fähigkeitsorientierte von unten nach oben Strategieformulierung haben wir immer ganz stark in diesem Feld. Die Bundeswehr stolpern da immer noch rum. Ja? Also die Bundeswehr, muss ich mal ganz ehrlich sagen, die hat es geschafft, von einer schlechten Ausgangssituation in eine miserable Ausgangssituation zu degenerieren mit ihren Versuchen. Denn die Bundeswehr zum Beispiel muss sowieso sichere IT haben, zumindest überall da, wo eine Waffe dranhängt oder eine militärische Fähigkeit, möchte ich eine IT, die nicht nur gegen Script-Kiddies sicher ist, also gegen irgendwelche Teilzeitprogrammierer, sondern gegen NSA, FSB, PLA, und so weiter, sonst kann ich mir die Bundeswehr auch schenken. Ja? Also eine Technologie muss so gebaut sein, dass der das Ding benutzen soll und sicherheitssensibel und richtig benutzen soll, dass der das auch ohne Probleme so benutzen kann. Und in der Wirtschaft zum Beispiel, genauso wie auch bei der Bundeswehr oder so weiter, sind es halt Leute, die haben andere Aufgaben, die sollen sich nicht die Hälfte ihrer Zeit mit IT-Sicherheit beschäftigen. Die sind unter Umständen gelangweilt, desinteressiert und inkompetent und die müssen das aber immer noch fehlerfrei benutzen können. Die unendliche Geschichte des Edward Snowden. Wieder gibt es eine Sitzung, wieder wird Snowden thematisiert und wieder gibt es die Entscheidung, nein, er wird nicht als Zeuge vernommen. Das informelle Gespräch, das in der letzten Sitzung anberaumt werden sollte, das wird nicht stattfinden, weil die Anwälte von Snowden gesagt haben, er verstößt damit gegen seine Asylauflagen. Die CDU-CSU möchte ihn also nicht als Zeugen vernehmen, maximal als Sachverständigen, als eine Art Experten. Dabei hat die Opposition ein sogenanntes Minderheitenrecht, Edward Snowden als Zeugen vorzuladen. Das wird ja aktuell verwehrt und deshalb klagt sie jetzt vor dem Bundesverfassungsgericht. Genau. Wir sehen also, dass Papier, der in seiner ersten öffentlichen Sitzung gesagt hat, dass jeder größere Untersuchungsausschuss am Ende vom Bundesverfassungsgericht landet, Recht behalten hat. Ja, und der Untersuchungsausschuss tagt das nächste Mal am 3. Juli. Und dann wird es wieder eine neue Folge von Piraten erzählen geben. Ja, wir sind also fertig für heute. Der BWT klingt aus. Wir machen jetzt noch einen entspannten und wünschen euch noch einen schönen Abend.